Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahrwissen. Und heute dabei ist der Sachsen und der Zwergi. Hallo. Ey, ich darf zuerst reden, also pst. Klappe. Nö. Das will ich jetzt voll nicht ein. Der King Dorne, ja, ist klar. Ja, die Torte hat gerade was Schönes hochgeholt. Da sieht man's. Na, jetzt schreibt da nicht irgendwas anderes hin. So, dann wollen wir uns ein bisschen weiter mit Tinkers Construct mal ein bisschen beschäftigen. Ich werde weiter graben und Silberfisch Action machen. Ja, du bist halt der Oberpro. Aber anscheinend aktivieren sich die anderen Silberfische in der Umgebung auch, weil sobald ein Stein angeschlagen wurde, weil hier auf einmal voll das große Loch ist. Ja, das ist wie gesagt, durch diesen Mod wurde es ja halt ein bisschen extremer gemacht. Ein bisschen. Sagen wir es mal so. Ein bisschen schwerer gemacht, ne? Ach ne, ich mach Planänderung, ich mach doch kein Tinkers Construct. Du hast deine Zuschauer angelogen. Wie kannst du nur? Ja, sorry Leute, aber wir brauchen Maschinen und so. Darum kümmere mich jetzt um an. Er macht das schon. Da waren die glaube ich gerade gewesen. Eine Futterstation gibt's auch. Cool. Krass. Ja, wir müssen uns halt ein bisschen auch um die Tiere kümmern, damit wir. Ja, da werden wir auf jeden Fall auf dem Feld halt einen guten Platz daraus kriegen. Welche Mod ist das? Ups. So Thermal, alles klar. Scheiß Silberfische, ey. Ich könnte mal. Was haben wir denn hier alles? So, Redstone Furnace an. Lass es mal als Ziel setzen, nicht zu sterben. Na, alles klar, dann leg mal los. Zack, tot. Ja, so ganz auf die Schnelle. Ich bin jetzt tot, ich bin leider gestorben. Ziel fehlgeschlagen. Bin aus dem Projekt raus. Ich höre hier die ganze Zeit Lava, ich will aber auch gar nicht wissen, wo die herkommt. Eisen. Jetzt höre ich das Geräusch einer Höhle, das ist auch nicht gut. Na, Höhlen sind meistens normalerweise kein guten Geräusch, Schätze. Nee, hier besonders nicht. Eigentlich ja, ansonsten hier nein. So, den Raum ist fertig. Ich werde das jetzt aber nicht so schick bauen. Ich werde das einfach so machen, dass wir halt da ein paar Kisten stehen haben erstmal, ne? Ja, das wird ja später erst noch schick gemacht. Richtig. Chris, finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, was du den Dornen da hinterlassen hast. Dann will ich jetzt auch gucken. Da kommt die Neugierde durch. Mal wieder. Ja, lassen wir mal auf jeden Fall mal seine Sachen dort. Der Typ von der Straße, LG. Ja. Ja, brauchen wir, denke ich mal, nicht viel zu sagen, oder? Haben wir kein Gold? Können wir Gold irgendwie anders herstellen? Hatten wir nicht Gold? Blöd. Hat euch ein Goldnugget wahrscheinlich. Du weißt irgendwie noch ein Goldnugget müssen. Wir brauchen einfach zwei Gold. Goldnugget ist einfach 9 Goldnuggets auf der Workbench und dann hast du kriegst ein Goldbar. Ja, ich brauche Goldmagen, ich habe doch noch Gold im Inventar gehabt. Ja. Auch gut. Ja, wer kommt natürlich auf sowas, dass man Gold im Inventar hätte, ne? Ich mein. Stimmt. Glas brauche ich. Ein bisschen craften. Wer lässt schon die Tür offen? Mein Gott. Ich nicht. Was ist, wenn hier ein Creeper reingekommen wäre und der hat alles in die Luft gejagt? Dann wäre das so. Dann wäre es ein toter Creeper. Ja, dann wären wir etwas tot. Nicht unbedingt. Müssen hier nicht direkt daneben stehen, ne? Nicht unbedingt, da hast du auf jeden Fall recht. Zack, zack. Hat keinen geglückt. Soweit ist das jetzt auch fertig. Ah. Werde ich noch ein bisschen mit Cleanstone hier ausbessern. Beanies. Ja, der Generator ist sehr leise, was auf jeden Fall sehr schön ist. Auf jeden Fall. Hier ist auch noch Gold. Das könnte zum Problem werden. Was könnte zum Problem werden? Dass der Sand runterkommt an der Wand. Koppel. Ich hatte hier irgendwo Cleanstone letztens gemacht für die Turtle. Wo ist denn der hin?
Ich habe noch 9 gemacht, halt einen Ofen. So, jetzt brauchen wir ein davon. Und halt einer immer auf die Turtle achten. Ja. Oh, jetzt haben wir schon einen Pulverizer. So. Der Pulverizer ist halt dafür da, der zermetzelt halt die Blöcke und macht daraus 2. Und zwischendurch gibt es auch ein Nebenprodukt. Okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall Kabel haben. Was auf jeden Fall irgendwas mit Wolle geht, das auf jeden Fall. Ja, super. Ja, sind die Kabels. Kabel? Ne, das ist eigentlich nicht. Brain, so sage ich nur. Also, oh Gott, ich hasse Sand. Man muss ja auch immer runterfallen. Manchmal bin ich ein bisschen blöd. Eine Frage, ob die einkabeln jetzt bestimmte Sachen jetzt nur anschließen können. Ah ne. Frage ist, der Generator eigentlich vom anderen Mod besser? Von welchem kann ich dir nicht sagen, ich kenne mich da immer noch nicht aus. Ja, ich denke mal nach einer Zeit. Ja, nach einer Zeit. Hört man sich das schon mit besser aus. Diese Zeit muss erstmal kommen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schnell gehen. Ach, Jolo, lass weil die haben ja glaube auch, die haben glaube auch noch bestimmte Cables auf jeden Fall noch. Es aussieht aber auch nicht. Das kann ich so lassen, dann brauche ich ein bisschen Holz für ein paar viele Kisten und Schilder. Holz? Ja. Du kannst es auch noch die Kisten erweitern, ne? Wir bleiben bei den normalen Holzkisten. Wer spielt da mit Creepern rum? Das habe ich gerade auch gefragt. Ich nicht. Winde. Redstone. Glas. Gucken, was die Turtle macht. Die schüttelt ein bisschen. Oh. Bild. Darfst du nicht. Warum darf so die das Katakonten. Nicht? Das nein, sie muss arbeiten. Mit den Creeper. Eben. Achso. Hat sie das hochgeholt? Jawohl. Aber kein Redstone. War klar. So, ich bin mal schlafen. Achso, es ist schon wieder soweit. Ja. Muss ich mich auf jeden Fall gleich auf die Suche nach Redstone machen. Oh, hier ist Eisen. Mal nochmal mit. Ich komme ins Bett. Du bist das Bett geleftet, du Sack. Jetzt lieg ich wieder. Alles klar, ich lieg auch. Okay. Man schläft auch richtig schön lange, das ist voll realistisch, richtig krass. Überleg mal, das war wirklich so. Ja, dass man einfach so 8 Minuten lang schläft. So, ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich auf Suche machen. Okay. Werde aber eine Rüstung mitnehmen. Was willst du denn? Ich habe keinen Bock. Redstone. Ich habe jetzt keinen Bock, so lange zu warten, bis die Turtle soweit ist. Okay. Warte mal, hier haben wir noch 9 Stück. Oder warte mal. 18. Glas brauchen wir, Blei brauchen wir. Kost nochmal Kommando zurück. Ich kann mich nicht entscheiden. Was? Warum das denn nicht? So, die Kiebels. Brauchen Bleibaren. Glas. Blei, Blei, Blei. Wo haben wir denn Blei? Bitte. Hatten wir überhaupt schon Blei?
Meine ja. Weiß ich nicht. Könnte mich auch irren. Das kann auch sein. Marbelzinn. Ich schmeiß Feuersteine weg. Ach, sortierst mal wieder die Kisten. Mhm. Die kannst du unten gleich einsortieren. So ein bisschen, weil ich habe da unten, wenn du hier lang gehst und dann links, schon ein paar Kisten hingestellt, da kommt das alles rein dann. Müssen wir halt noch einsortieren. Haben wir wirklich jetzt im Ernst jetzt kein Blei? Silber, Aluminium, Copper, Iron. So. Gar nichts. Auch nichts. So. Kannst du nachts schlafen? Ich hole noch ein paar Lava-Eimer für die Smeltery. Ach, da ist Blei. Wie voll ist denn der Tank? Tür auf. Aber ich bin voll von The Forest gewohnt, einfach durch die Tür zu laufen und die geht automatisch auf. Wollen wir ein Portal bauen? Ja. Zum Nether? Ja. Könnten wir rein theoretischerweise machen? Darf ich das machen? Bauen wir einen Raum dafür schon mal. Okay. Wie viel Obsidian haben wir denn? 10. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir noch weitere 4 fürs Verzaubern noch. Dass wir auf jeden Fall für die Level dann auf jeden Fall genug haben. Mhm. Ach, willst du auch einen Verzauberungstisch jetzt demnächst bauen? Ja klar, muss doch sein. Ja, dafür brauchen wir Diamanten, ne? Ja, jetzt war du mein Gedanke. Hat er arbeitet? So. Und noch ein bisschen Lava. Davon kann man ja nie genug haben. Ne, von Lava nicht. Und kannst ja mal nach einem Lavatank mal gucken. Ich fülle den gerade die ganze Zeit ein bisschen auf. So. So. Ja, das sollte erstmal reichen. Jetzt. Wie gesagt, wo ist das Eisen jetzt da draußen? Ich hab das hier rein, die 8 Eisenblöcke. Da. Eisen. Oh. Machen wir erstmal kurz eine Rüstung. Jetzt ist, das ist jetzt mal erlaubt, ist mal wieder. Ja, das stimmt. Wir haben mittlerweile so viel Eisen. Auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir so viel Eisen haben. Oh. Fuck. So. Meine Dia-Rüstung wird sich auf jeden Fall jetzt noch nicht lohnen. Ey! Ey. So, jetzt kannst du. Warte mal. Eine Dia-Rüstung ohne Diamanten ist auch ein bisschen schwer, ne? Ja. Mal gucken, ob wieder die. Da sind ja die automatischen Maschinentable. Bank. Das war anscheinend wohl nicht den automatischen Crafting Table. Was muss ich hier jetzt nochmal umstellen? Du gehst halt hier bei den Controller hin. Ja. Dann ziehst du das Eisen, ziehst einfach nach unten. Dann wird zum Beispiel das dann ausgedrückt, was du haben willst. Jetzt läuft sie da. Aha, wollen wir doch mal ein bisschen farmen gehen. Ist das schon wieder voll? Ah. Dann tue ich die 8 restlichen Eisenblöcke auch mal direkt da rein. So. Sehr schön aufgebaut. Ich bin begeistert von mir selbst. Sind du ja, bist du? Ja, ich finde das, also wie die hier drin liegen, so nicht mal eine Reihe voll, sondern der nächste einfach irgendwo drauf gesteckt. Wir sind übrigens bei 18 Minuten gleich wieder schon, ne?
18 Minuten, das ist das schon mal. Oh, die Tante kommt hoch. Na, was hast du für uns? Weil ich mir gleich auch mal eine Eisenrüssi. Alter, Tante. Bist ein Gott. Viele Diamanten? Nee, die hat, gerade mal ein Stack Obsidian gerade draufgeholt. Gerade mal ein Stack. Ja, ein Stack Obsidian. Reicht doch. Ein Zinn und Schwefel bringt sie auch sehr gut hoch. Und das noch. Ich habe auch Eisenrüssi, yay. Ja, ja. Wir haben nämlich ein Eisen. Mama kriegt auch mal eine. Ja, warte. Dann haben wir nämlich schon alle Eisenrüstung, das ist schon auf jeden Fall schon mal besser. Wenn Christian in den Flammen springt, ist er selbst schuld. Genau. Wobei, was mich fragen würde, würde der Grabstein zum Beispiel, wenn man durch... Leck dich an, Ratte! Wenn man durch Feuer stirbt, wird er verbrannt oder bleibt er dann bestehen, wenn man zum Beispiel... Der bleibt bestehen. Hast du Erfahrung gemacht? Ja. Okay. Die ganze Zeit so eine fucking Spinne. Oh, Eisen darf schneller fertig werden. Man kann das sogar noch automatisieren und so. Oh. Ich glaube, so wie es aussieht, ist die Turtle schon sehr, sehr weit unten angekommen. Okay. Ja, hallo. Auf jeden Fall, Leute, Farm muss jetzt mal sein. Richtig. 10 mal 10 hast du eingegeben, oder? Ja. Wohl neue Hut. Marakt. Okay. Jawohl, ich leg den Eisenblock, obwohl ich eine Fackel setzen wollte. Auch gut. Ja. Muss ich mein Radar nicht richtig eingestellt, aber ich höre schon was. Hallo! Großer Köter. So und so. Grüß dich, ich hab was für dich. Hm. Jawohl. Ah, hier ist okay. Okay. Brauchen wir später. Oh Scheiße, habt ihr zweimal eine Hose gemacht? Warte. Hör sich schon, ey. Ich, bei diesem Geräusch werde ich so voll kirre bei. War das Skelett? Na, Helm kommt sofort. Ich habe aus Versehen zwei Hosen gemacht. Oh. Das sind sie schon. So, da kommt noch dein Helm. Och, ich hab wieder so ein OP-Zombie. Danke. Bitte. Oh, Alter. Ich bin mir sicher, du schaffst diesen OP-Zombie. So. Kühe. Justin, ich hab ein Problem! Was machst du schon wieder? Mein Schwert ist weg! Wie, dein Schwert ist weg? Weg hier! Puh. Haha, ihr kann Nacken, Arsche, ihr kommt nicht durch. Voll stolz. Komm mal hoch. Ich sehe ein bisschen zerschossen aus. Ein bisschen. Ein paar Pfeile im Kopf, aber ist normal heutzutage. Ja, wusstest du es noch nicht? Ne. Na, was sagt mein Blei? Jawohl, es ist durch. Ich frage mich, was da unten unterm Wasser ist, da hinten. Rotes Minionherz. Was ist das? Das ist Zinn. Cool. Das ist, Toll. Auch Zinn. Was ist da? Silber, Lidohr. Ich werde gerade unsichtbar gerade geschlagen. Es ist Eisen.
15. Das sind. Ah, das ist so eine Quelle halt, die Leben regeneriert. Ernsthaft? Das Wasser, ja, da oben schon. Warte, kann ich mal. Komm ich da irgendwie hoch? Zeit? Noch die unsere Zeit? 23 Minuten. 23 Minuten, wollen wir schon mal die Abmoderation machen? Können wir machen. Wenn so ganz irgendwie 25 Minuten kommen. Ja, Chris, deine Ehre. Nicht schüchtern sein. Ich glaube, so langsam müsstest du denk mal drauf. Ne? Dann hauen wir raus. Okay, ich hoffe, ich den Anfang vorbei. Ja. Wir müssen auf jeden Fall anmerken, Chris macht das so, ist nicht so, noch nicht so lange Let's Player. Ja. Also, schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Gebt auch denen einen Daumen nach oben, wenn euch die Folgen bei denen gefallen. Und spielen wir die mal so ein bisschen aus und sagt, was die so haben. Genau, so sieht es nämlich aus. Und gebt uns bitte ein paar Tipps, besonders wie wir das alles am besten bestehen und sagt uns mal, was wir so in den Folgen machen sollen, mit was für Mods wir uns am meisten beschäftigen sollen. Ich denke mal, ist auch ganz gut, wenn sich wer mit diesem Modpack auskennt. Und dann sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.